Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Session Star Wars Knights of the Old Republic 2, die Sith Lords. In der letzten Session haben wir so einiges gemacht. Auch auf Korriban haben es, glaube ich, fertig. Ich weiß es noch nicht. Hatten wir ja letzte Folge nicht mehr so ganz gewusst. Wir wollten jetzt auf jeden Fall nach Dantooine fliegen, denn aktuell haben wir hier, auch wenn wir mal schauen, keine weitere Quest, die wir machen sollen. Gut, das können wir nicht wirklich mehr machen, weil wir jetzt schon raus sind und wir können ja auch nicht mehr rein. Von daher denke ich mal, dass wir das jetzt hier auch abgeschlossen haben und wir reisen einfach mal nach Dantooine zurück. Dantooine haben wir hier oben und hinter. Okay, es kommt schon mal keine Videosequenz. Aber wir verlassen einfach mal das Schiff. Ich hoffe jetzt wirklich, dass wir hier richtig sind. Ich hoffe es wirklich, weil ich habe sonst keine Ahnung, was ich sonst machen soll. Bringen wir wieder HK mit und hier sie hier. Dann passt das. Ups, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. So, Speed, also wir sind ein bisschen schneller unterwegs. Und schauen wir einfach mal bei der Dings da oben danach. Ich hoffe wirklich, dass wir jetzt richtig sind. Ich weiß es echt nicht. Sonst muss ich nochmal zurückgehen und dann nachschauen, was wir sonst noch machen müssen. Weil wir haben die Höhle ja verlassen. Da stand ja nicht mehr, geht da nochmal rein oder so. Wir sind ja wirklich von der Story aus rausgegangen. Von daher kann ich mir nicht vorstellen, dass wir da nochmal rein müssen, weil das finde ich irgendwie unlogisch dann. Wir gehen einfach mal zur Enklave. Ah, seht ihr? Sind wir also schon mal richtig. Kommen auf jeden Fall jetzt hier rein. Hier konnten wir vorher noch nicht durch, das weiß ich ganz, ganz sicher. Also früher konnten wir hier noch nicht rein. Ich speichere nochmal ab. Dass hier noch irgendwas passiert. Wieder aufgebaute Jedi-Enklave. Oh. Alles klar. Schauen wir uns hier mal ganz so ein bisschen um. Ich glaube wirklich, weiter geht's hier nicht. Aber hier ist noch was zu plündern mit dabei. Wo ich nur hinkomme, wenn ich von hier aus stehe. Okay, irgendwelche Handschuhe. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass hier irgendwo Gegner sind. Es ist lange her. Die Jahre haben uns offenbar beide gezeichnet. Aber vielleicht erkennen Sie jetzt endlich die Wahrheit.
Es ist nicht so wie einst. Aber das ist vielleicht auch besser so. Wir hatten uns bereits gefragt, wann ihr eintreffen würdet. Wir mussten lange auf diesen Augenblick warten. Und ihr habt sicher eine Menge Fragen. Oder ihr seid gekommen, um euch zu rächen. Wir müssen uns verbünden, wenn wir die Sith aufhalten wollen. Nein. Wir tun, was wir immer getan haben. Wir warten. Es gibt nichts, was wir sonst tun könnten. Was? Aber die Sith haben die Republik angegriffen. Nein, die wahre Bedrohung muss sich erst noch zeigen. Sie wartet. Vielleicht, um in den Krieg einzugreifen. Wir haben ihre Soldaten gesehen. Die Überreste ihrer Flotte. Aber das sind nur Symptome einer Krankheit. Gleichsam Köder, die uns herauslocken sollen. Die eigentliche Schlacht wird durch die Macht ausgetragen, nicht durch Waffen. Es geht nicht mehr um die Republik. Der Angriff auf Onderon. Irgendetwas wollte den Planeten selbst nutzen, sich an ihm nähren, sich seine Macht zunutze machen. Ihr habt das verhindert, wenn auch nur vorübergehend. Das nächste Mal wird alles entscheiden. Dann müssen wir handeln. Wenn sich die Jedi versammeln und wir den Krieg gegen diese Schatten jetzt beginnen, werden die Jedi sterben. Für nichts. Was dieses Ding auch ist, es muss von jenen bekämpft werden, in denen die Macht stark ist. Es gibt keinen anderen Weg. Das weiß es. Und darum tötet es uns. Wenn wir sterben, wird es triumphieren, egal welche Flotte oder Waffen man einsetzt. Warum habt ihr mich aus dem Orden verbannt? Wir haben euch aus dem Orden verbannt, weil ihr Revan in den Krieg gefolgt wart. Einen anderen Grund gab es nicht. Nein, da war noch etwas. Ihr hattet euch irgendwie verändert. Der Krieg hatte euch verändert. Ihr wart kein Jedi mehr. Aber wir konnten euch nicht sagen, warum. Manche Erklärungen sind nutzlos, wenn der Leidende nicht selbst auf die Antwort kommt. Was mit euch geschehen war, war Strafe genug. Und die Jedi töten ihre Gefangenen nicht. Und wenn ihr geblieben wärt, hättet ihr uns verändert. Und das durften wir nicht zulassen. Euch verändert? Wie meint ihr das? Ihr kennt die Antwort bereits. Ihr habt sie gewiss in jenen erkannt, die mit euch reisen. Wovon redet ihr? Habt ihr bemerkt, dass andere euch folgen, wenn ihr handelt? Eure Reisegefährten? Sie folgen euch ohne zu fragen, ohne zu zögern. Gegen ihre Instinkte und manchmal auch gegen ihr Gefühl. Ihr seid ein geborener Führer. Aber selbst das kann nicht umschreiben, was ich eigentlich sagen will. Dann sprecht. Das ist nicht leicht zu erklären. Sicher seid ihr vertraut mit den Machtverbindungen. Das ist das Band, das sich zwischen Schüler und Meister entwickelt, wenn sie einander wirklich verstehen. Es entwickelt sich mit der Zeit, während dieses Verständnis wächst. Und doch schafft ihr es so leicht. Und wir wissen nicht, warum. Ihr knüpft Verbindungen mit der Macht. Und diese schwingen in euren Reisegefährten mit. Vor allem, wenn diese für die Macht empfänglich sind. Eure Handlungen haben mehr Wirkung, als ihr denkt. Ihr habt Anziehungskraft auf andere. Vor allem auf die, in denen die Macht stark ist. Wenn ihr leidet, spüren sie das Echo eures Leids. Und wenn sie Schmerzen haben, verspürt auch ihr diese Schmerzen. Wie konnte das geschehen? Wir wissen es nicht. Aber es ist nicht das erste Mal, dass das Gewicht so vieler Leben auf euch lastet. Und deshalb tragt ihr noch immer den Widerhall der mandalorianischen Kriege in euch. Was soll das heißen? Wir haben euch nicht von der Macht getrennt. Ihr konntet sie nur nicht mehr hören, wegen dieses letzten Kampfes auf Malakor 5. Die Schreie tausender Jedi und Mandalorianer, die von der Schwerkraft des Planeten zerquetscht und ausgelöscht wurden. Ihre Schreie sind noch immer auf der Oberfläche jenes toten Planeten zu hören. Und in eurem Inneren. Die Macht über solch große Schmerzen hinwegzuhören. Es ist unmöglich. Kein Jedi konnte es ertragen. Es ist ein Wunder, dass ihr dort nicht gefallen seid wie all jene, gegen die ihr gekämpft hattet. Ihr selbst habt eure Verbindung zur Macht durchtrennt, um zu überleben. Schon im Krieg auf Duxun hattet ihr es bemerkt. Malakor war nur der letzte Tropfen. Ah. Ihr wart taub. Endlich hört ihr es. Ihr wart gebrochen. Ihr wart ganz. Ihr wart geblendet. Und endlich habt ihr gesehen. Als ihr zu uns zurückkamt, sahen wir, was geschehen war.
Ihr tragt alle Toten von Malachor 5 in euch und das Entstandene noch. Dieser Hunger kann nicht gestillt werden. In euch sahen wir eine Wunde in der Macht. In euch sahen wir das Ende der Macht. Aber das ergibt keinen Sinn. Ich kann die Macht wieder spüren. Ja, ihr könnt die Macht spüren. Aber ihr könnt euch selbst nicht spüren. Ihr seid eine Ziffer, die Verbindungen bildet. Nach dem Leben anderer giert, ihren Willen unterdrückt und sie beherrscht. Das sind die Lehren dieser neuen Sith. Sie nähren sich von anderen, die die Macht spüren können. Sie haben die Wunde in der Macht bewirkt. Ihr seid ein Bruch, der gekittet werden muss. Ihr übertragt euren Schmerz und euer Leid durch die Macht. In euch sehen wir etwas Schlimmeres als die Lehren der Sith. Was ihr in euch tragt, kann den Tod der Macht bewirken und den Tod der Jedi. Aber ich spüre die Macht deutlich. Das denkt ihr. Das, was ihr spürt, ist nicht die Stärke der Jedi. Er hat recht. Es ist all das Sterben, das ihr verursacht habt, um hierher zu kommen. Ihr nährt euch davon und ihr werdet stärker. Ihr seid wie Malachor. Es ist in euch. Es ist jetzt das, was euch ausmacht. Ihr müsst es doch bemerkt haben, als ihr auf all diesen Welten gekämpft und getötet habt und immer mächtiger wurdet. Warum denkt ihr, war das so? Aber noch schlimmer ist, dass eure Verbindungen nicht abgestorben sind. Nein, sie sind sogar stärker geworden. Je mehr Verbindungen ihr eingeht, desto mehr fühlen sich andere zu euch hingezogen. Und deswegen seid ihr für uns alle eine Bedrohung. Eine Bedrohung? Was wäre, wenn andere Jedi wie ihr in den Krieg gezogen wären und einen ähnlichen Aufstieg erlebt hätten? Wenn dieser Schmelztiegel diese Jedi gelehrt hätte, alles zu verzehren und zu töten? Für euch war Malachor dieser Schmelztiegel. Noch schlimmer aber sind diese Sith, denen wir uns gegenübersehen. Ich fürchte, dass sie aus Malachor ihre Lehren gezogen haben. Dadurch können sie Jagd auf jene machen, die die Macht nutzen und an Stärke gewinnen, wenn sich machtempfängliche Wesen in der Nähe befinden. Irgendwie haben sie diesen Hunger von euch gelernt. Und so habt ihr das Ende der Jedi und vielleicht sogar der Macht herbeigeführt. Aber das ist unwichtig. Eure Fähigkeit, diese Verbindungen herzustellen, ist der Grund, warum ihr nicht bleiben könnt. Ihr bedroht alle Lebewesen und all jene, die die Macht spüren können. Ihr werdet die Sith hierher führen. Und das können wir nicht zulassen. Unser früheres Urteil bleibt bestehen, Jedi. Ihr müsst gehen. Und zwar ohne eure Verbindung zur Macht. Diese Strafe ist nur wenigen vorbehalten. Doch wir haben die Macht, euch von der Macht zu trennen. Und genau das muss getan werden. Vergebt uns, aber es muss sein. Okay. Ich werde mich dieser Bestrafung unterwerfen. Habt keine Angst. Ihr werdet keinen Schmerz spüren, aber es muss getan werden. Solange die Macht in euch ist, seid ihr eine Gefahr für alles, was euch umgibt. Genug. Geht weg von ihm. Was? Geht weg. Er brachte euch die Wahrheit und ihr verurteilt ihn. Diese Arroganz. Ihr werdet ihm nicht schaden. Ihr werdet ihm nie wieder schaden. Ich dachte, ihr seid in den Mandalorianischen Kriegen. Gestorben? Nein. Ich wurde stärker. Ist das euer neuer Meister? Wenn ja, folgt ihr Revans Weg. Dann werdet auch ihr fallen, wie sie einst fiel. Wir wollten die Sith ködern. Und jetzt sind sie zu uns gekommen. So wie ihr über ihn urteilen wolltet, habe ich über euch alle geurteilt. Wollt ihr die Lehren zu spüren bekommen, die uns die Mandalorianischen Kriege beschert haben? Alle Kriege und Tragödien, die durch die Galaxis hallen? Ich zeige sie euch. Euch, die ihr die Galaxis immer nur durch die Macht gesehen habt. Betrachtet sie durch die Augen des Verbannten. Wie wolltet ihr jemals die Bedrohung verstehen, der ihr euch gegenüber saht, wenn ihr nie an den dunklen Orten der Galaxis gewandelt seid, nie Krieg und Tod in solchen Ausmaßen erlebt habt? Wärt ihr weit genug gereist, anstatt abzuwarten, bis das Echo euch erreicht, hättet ihr vielleicht die Wahrheit erkannt. Es gibt einen Ort in der Galaxis, an dem die dunkle Seite der Macht sehr stark ist. Er gehört den Sith, aber der Krieg hat ihn genährt. Er verdirbt alle, die auf seiner Oberfläche wandeln. Er tränkt sie in der dunklen Seite,
verdirbt alles Leben und nähert sich am Tod. Revan wusste um die Kraft solcher Orte und die Kraft, die darin liegt, solche Orte zu erschaffen. Durch sie lässt sich der Wille anderer brechen. Der Wille der Jedi, die durch die Aussicht auf Macht von der dunklen Seite verführt werden. Habt ihr euch nie gefragt, wie Revan so viele Jedi, einen so großen Teil der Republik, in so kurzer Zeit verführen konnte? Die Mandalorianischen Kriege waren nichts weiter als Massaker, die einen anderen Krieg verbargen. Einen Glaubenskrieg. Dieser Krieg endete in einer letzten Gräueltat, der kein Jedi entkam. Bis auf einen. Und das war es, was ich verstehen wollte. Wie man sich von einer derartigen Macht abwenden kann. Wie man die Macht aufgeben und doch überleben kann. Aber jetzt weiß ich, was passiert ist. Ihr hattet Angst. Es ist vollbracht. Er ist nicht mehr. Bringt mich zu Atris. Sie wird stark genug sein, um zu tun, was der Rat nicht tut. Okay. Ich habe gerade versehentlich wieder vergessen, den Ton anzumachen. Sorry dafür. Okay. Also hier ist sonst gar nichts mehr. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal raus. Sonst ist ja hier nichts mehr. Oh. Wo ist Kreia? Die Dienerin hat sie. Sie denkt, dass Kreia dich getötet hat. Aber Kreia hat es nicht getan. Natürlich nicht. Sie lügt. Mal wieder. Hauptsache, die Dienerin glaubt es. Und sie reagiert genauso, wie die alte Hexe es sich erhofft hat. Deshalb wollte sie die Dienerin an Bord haben. Mit ihrer Hilfe kann sie jederzeit in die Akademie von Telos. Und zwar ohne die nötigen Zugangscodes. Sie wollen nach Telos? Ja. Die Dienerin weiß jetzt, wer sie ist. Sie bringt sie nach Telos. Und Atris macht mit ihr, was sie mit allen macht, die sie für Sith hält. Ein Sith? Überrascht dich das? Dieses ganze Gerede von Hass, Manipulation und Eigenständigkeit. Tut mir leid, aber wenn das kein Sith-Geschwätz ist, weiß ich es auch nicht. Wenn man allerdings alle nur danach beurteilt, wer sie früher waren, würdest du nicht verstehen, wer sie heute sind. Atris wird sie exekutieren. Ja, das wird sie. Wenn sie kann. Kreia ist eine Sith? Überrascht dich das? Dieses ganze Gerede... Das hatten wir schon. Aber Kreia und ich sind miteinander verbunden. Wenn sie stirbt... Ja, ich weiß. Dann gehen wir nach Telos. Wir haben keine andere Wahl. Das hatte ich befürchtet. Was ist los? Etwas belastet euch. Ich kann es fühlen. Könnt ihr das? Was? Könnt ihr das? Das ist eine seltsame Antwort. Ich verstehe nicht. Fragt ihr euch nicht, warum ihr bei mir seid? Ich würde für euch sterben. Es ist meine eigene Wahl, wenn ich sage, dass ich mein Leben für euch hingebe. Und wenn es zwischen uns so endet, dass ich euch durch mein Opfer rette, dann wird das geschehen, weil es mein Wunsch ist, nicht weil ihr es befehlt. Aber woher wisst ihr das? Ich mache es einfach. Und manchmal kann man keine Gründe nennen. Was habt ihr in der Jedi-Akademie erfahren?
Ich schaffe durch die Macht Bannen, deswegen folgen mir andere bis in den Tod. Was? Ich war das erste. Dann ist ich weiß das die Gefahr an ihrem Glauben. Sie verstehen euch nicht. Verstehen nicht, was es heißt, ein Mensch zu sein, zu führen. Meine Gefühle für euch entstehen durch das, was ich sehe, was ich in eurer Stimme höre. All das sagt mir, dass ihr zum Führen geboren seid. Ich folge euch, weil ich an euch glaube. Ich würde für euch sterben, weil ich an euch glaube. Und wo sie in euch den Tod der Macht erkennen, erkenne ich in euch die Hoffnung für alles Leben. Ich sehe euch an und erkenne, dass ein Leben unberührt von der Macht vielleicht nicht die schlimme Strafe ist, für die man es hält. Ich würde es verstehen, wenn ihr alleine weiterreisen wollt. Aber ich bitte euch, es nicht zu tun. Stärkt euch an euren Verbindungen zu anderen. Gebt sie nicht auf, wie ihr es im Exil getan habt. Die Folge Star Wars Knights of the Old Republic 2 ist leider schon vorbei. Zur nächsten Folge kommst du, indem du jetzt oben links klickst. Wenn du oben rechts klickst, kommst du zu Playlist, in der du alle Folgen dieses Spiels findest. Und wenn du in die Mitte klickst, kannst du meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, möge die Macht mit euch sein. Ciao.